So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Let's Play und zwar spielen wir heute Empires and Tribes. Das ist ein Game. Ich muss nochmal mich schlau machen, aber ich habe mit dem, der das gemacht hat, ich glaube, das war einer, das ist wahrscheinlich mittlerweile ein Team, mit dem muss ich mich nochmal zusammensetzen. Der hat mir am Anfang, damals war ich schon mit dem im Gespräch, ob ich eben schon quasi das mal anteste und ein paar Videos vielleicht dazu mache. Hab's dann zeitlich nie gepackt, hab's nicht gemacht und jetzt habe ich's bei Steam hatte ich's auf der Wunschliste und habe gesehen, dass es jetzt Early Access ist. Also ihr könnt euch das auf Steam kaufen. Link werde ich in die Videobeschreibung reinpacken, wenn ihr da Bock habt, die Jungs zu unterstützen. Ich habe es mir jetzt gerade gekauft. Ich werde es jetzt mal antesten. Ich habe mal ganz, ganz kurzes Tutorial angeschnitten, hatte aber dann irgendwie keinen Bock mehr und habe gesagt, ich spiele es jetzt mal neu. Ich lese mal kurz den Steam vor, was das Spiel quasi so für euch bereithält. Das kann ich besser vorlesen, als ich es euch erkläre. So, Empire and Tribes ist eine einzigartige Kombination aus mittelalterlicher Städtebausimulation und Rollenspiel. Übernehmt die Aufgaben eines Bürgermeisters im 13. Jahrhundert und kümmert euch um den Ausbau eurer Stadt. Sichert die Gewinnung von Ressourcen, entwickelt neue Technologien, diskutiert neue Gesetzesvorhaben mit dem Stadtrat und hebt ein schlagkräftiges Heer aus, um euch vor rivalisierenden Fürstentümern zu schützen. In Empires and Tribes findet ihr die klassischen Spielprinzipien eines Realtime-Strategiespiels mit den Möglichkeiten eines Rollenspiels in First-Person-Perspektive vereint. Neben städtebaulichen und wirtschaftlichen Entscheidungen erwarten euch politische Machtkämpfe im Stadtrat, ein unentschlossener Priester, ein streithungriger Bevölkerung, Banditen, Bettelmönche, Diebe und vier feindlich gesinnte Fürstentümer in unmittelbarer Nähe. Puh, das war lang. Klingt mega interessant, ich habe das damals schon mega interessant gefunden und habe mich umso mehr gefreut zu sehen, dass es jetzt im Early Access ist, dass ich die Leute ein bisschen unterstützen kann. Ich werde auf jeden Fall mal mit denen nochmal in Kontakt treten, um da ein bisschen mehr Infos zu bekommen, die ich euch dann weiterleiten kann. Ich werde jetzt einfach mal so eine Reihe anfangen, werde ein neues Spiel starten. Ich nehme mal Anton Lindenfels. Startressourcen wenig, Uhrzeit 9 Uhr. Ich mache mal Mittel. Was gibt's da? Sehr wenig. Ich mache mal Mittel. Oder sogar viel. Ne, machen wir mal Mittel. Ich mache meinen eigenen Spieler. Wappenfarbe. Gelb, Wolf. Ein Adler, Elfenbeinweiß. So, zurück. Mittel, Uhrzeit 9 Uhr. Alminsel, Zwergenschlucht, Wolfstal. Ach, das sind die Größen. Wo bin ich denn standardmäßig oder ist es egal? Ich möchte vielleicht am Almsee sein. Weiter. Ich bin mal gespannt, wie das dann abläuft. Mein Charakterspieler Name. So, Spiel starten. Ich mache jetzt gar nicht lange rum. Ich bin mega gespannt drauf. Ich habe zum Anfang habe ich das eben auf Facebook ein bisschen verfolgt. Ich werde auch auf jeden Fall die Facebook-Seite verlinken, wenn ihr da Informationen dazu wollt. Und ja, ich bin mega gespannt. Also das Ding ist, also man kann so, man läuft in First Person zum Beispiel rum und geht dann wechselt ins Städtebaumenü, muss sich dann eben auch mit den Mitarbeitern, kann man sich mit den Mitarbeitern unterhalten und muss sie dann auch so vor Intrigen und irgendwas bewahren oder wie auch immer. Grafisch ist es nice. Also für so, man muss ja immer sehen, es ist ein Strategiespiel, wo man jetzt auch zum Beispiel so in die Perspektive wechseln kann. Und das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist, glaube ich, auf jeden Fall ziemlich krass. Ich gucke mir jetzt gerade mal die Landschaft ein bisschen an. Aber wenn man hochscrollt, wird es steiler. So, wir haben jetzt hier unser erstes Gebäude. Das ist ein Rathaus, vermute ich mal. Was ist das? Rathaus, jo. Ich bin in einem Rathaus. Okay, ich bin hier quasi der König. Drücke, um die Liste der nächsten Sitzungen einzusehen. Okay. Zeit am Pranger. Welche Themen sollte auf der nächsten Staatssitzung besitzen? Nächste Staatssitzung, Gesetzesgebung, Zeit am Pranger, Folter, Hexenverfolgung, Arbeit und Steuern. Okay, ich werde hier mal noch nichts machen. Hier, das sind... was ist da drüben? Was ist da drüben? Ist das jetzt ein anderer, oder was? Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die so nah sind. Hier ist ein See. Da drüben sind Gebäude. Da ist ein Stein. Hier ist ein... Ehrlich...
Also es sieht auf jeden Fall schon ziemlich nice aus. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich gehe mal eben ins Baumenü. Rathaus haben wir schon. Holzfällerlager benötigen wir mit Sicherheit. So, jetzt muss ich hier gucken. Hier ist meine Straße. Muss ich das so ein bisschen in den Wald setzen, oder? Ich weiß es nicht. Ich baue das jetzt mal hier hin. Die Gebäude muss man dann mit einer Straße verbinden. Ja, so, Straße bauen wir mal hier so rüber. Okay, nice. So, dann müssen wir jetzt das hier befestigen, damit die da langlaufen können. Hier ist der Punkt. So. Okay, Straße muss nicht gemacht werden. So, und jetzt kann ich nämlich wieder quasi mich hier bewegen. Hier habe ich jetzt gerade den Weg gemacht. Jetzt gehen wir da drüber. Jetzt muss ich quasi hier Arbeiter hinschicken, die sich dann darum kümmern. Ah, meine Ausdauer ist nicht so hoch. So, öffnen das Menü. Ich kann hier, glaube ich, auch selber bauen. Was habe ich denn hier? Für Knödel. Ich kann vermutlich noch nicht bauen. Ich habe es im Tutorial, konnte ich es. So, jetzt setzen wir mal 3 Arbeiter auf die Baustelle an. Hier oben sieht man jetzt quasi, wir haben noch 3 freie Arbeiter. 6 haben wir. Wir haben Holz, Holzplatten, Bausteine, Gold und Nahrung. Also Holz ist schon mal gesichert. Hier sind jetzt die Arbeiterinnen. Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich hier hinmachen und das bauen. Ich muss auch mal im Auge behalten, wie viel wir von den Ressourcen verbrauchen. Also wie viel jetzt zum Beispiel das gekostet hat. 4 Holz, 8. Okay, das geht. Und Gold kostet es auch. Wer muss denn Gold geben? So was... Jägerhütte wäre wichtig, denke ich. Muss man die irgendwie... Ich bin mir nicht sicher. Ich mache vielleicht auch einiges falsch, aber das sei mir verziehen. Ich baue das jetzt mal nach hier hinten, weil ich denke, das muss ja irgendwie im Wald sein, um dann da die Tiere zu finden. So, wir bauen mal... Wo ist die Straße? Hier hin. Können wir das gerade hier verbinden? Hallo? Hier? Okay. Ich möchte eine möglichst gerade... Das war jetzt, glaube ich, gerade nicht gerade. Aber egal, wir sind ein mittelalterliches Dorf. So, kann ich das auch von hier betätigen? Oder muss ich da dann hinlaufen? Was habe ich denn hier? Okay. Also ich muss, glaube ich, tatsächlich hinlaufen. Wo habe ich das? Ne, hier war das Holz. Muss ich andere Richtung. Man muss sich ein bisschen zurechtfinden. Hier habe ich jetzt gerade den Weg gebaut. Da hinten kommt der Jäger. Also eben von Draufsicht auf Ego-Perspektive. Kann ich schlagen? Was habe ich hier denn noch? Ein Hammer? Ah, ich habe hier einen Hammer. Guck mal. Ich mach mal die anderen 3 Mitarbeiter hier hin. Kann ich jetzt nicht bauen? Okay. Was habe ich hier noch? Was ist das? Sehe ich irgendwo ein Inventar? Ein Eimer, damit kann ich wahrscheinlich Wasser holen. Das werde ich jetzt mal testen. Ich kann kein Wasser holen. Ist halt jetzt ein bisschen so, wir finden gemeinsam raus, wie das geht. Hier kommen die restlichen Arbeiter. Wir haben jetzt alle in Arbeit. Wer steht denn hier langweilig rum? Wer ist das? Du hast einen Wagen, warum machst du nichts? Was ist mit dir? Haben die das hier schon fertig gebaut oder was? Machen die denn hier?
Alexander Meyer, seid gegrüßt, Sire. Wie kann ich euch außerhalb der Ratssitzung dienen? Über Politik reden, bestechen, auf Wiedersehen. Okay, das sind also, so wie es aussieht, keine Arbeiter. Das heißt, ich muss für die dann auch noch was finden, damit die beschäftigt sind. Oh, guck mal, was hier oben ist. Hier sind Betten. 2, 4, 6. Hier ist eine Kiste. Rathaus ausbauen auf Stufe 2. Materiallager ist das hier. Das ist hier mein Zimmer, oder? Es ist zu hell zum Schlafen. Okay. Und ab geht's eine Runde. Ich bin mal gespannt, ob wir dann auch so Deals mit den Nachbarn machen können. Oder ob man hier direkt... Also man kann ja Handelschaften wahrscheinlich aushandeln. Handelschaften aushandeln. Mit diesem Werkzeug bin ich noch nicht ganz im Klaren. Aber ist cool. Wir gucken mal, was unser Holzlager hier hinten macht. Arbeitet ja auch fleißig. Was ist denn hier drin? Keine Ahnung. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen möchtet, ob euch das interessiert. Was ist das hier von Weg? Ihr verlasst euer Fürstentum. Ist es jetzt gut oder schlecht? Oder beziehungsweise was kann mir passieren? Sehe ich die Grenze? Hier wird es gebaut. Ah, okay, hier ist die Grenze von meinem Fürstentum. Das muss man dann vielleicht auch noch finanziell erweitern und wie auch immer. Wir haben einen kleinen Speicher, Rathaus, einen Marktplatz. Ich glaube, als nächstes brauchen wir einen Marktplatz, um vielleicht Häuser zu bauen. Oder eine Lehmgrube. Haben wir irgendwo eine Lehmgrube, die frei ist? Lehmgrube, hallo? Ist ein bisschen, die Bewegung ist ein bisschen rakelig. Kann ich irgendwie schneller gehen? Nee. So, wo ist denn eine Lehmgrube? Seht ihr an? Ist das eine Lehmgrube da hinten? Ist die noch in meinem Bereich? Ist das eine Lehmgrube? Brauche ich das eigentlich jetzt schon, oder? Okay. Also das Hin und Her mit WASD irgendwie ist ein bisschen... Kann ich mich sonst irgendwie bewegen? Nee, scheint nicht zu gehen. Okay, sei es drum. So, die bauen hier noch fleißig. Was haben wir hier noch? Es ist natürlich auch noch Early Access, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. So, wir können hier dann auch noch später Wände, Tore und Turm bauen. Noch nicht verfügbar. Marktplatz, kleiner Speicher. Okay. Müssen jetzt vermutlich mal warten. Können wir da ein bisschen helfen mit dem Bau, oder? Jetzt hier wir auch uns ein bisschen handwerklich. Die Stadtratssitzung beginnt in einer Stunde. Wo ist denn eine Uhr? Links unten, okay. Kann ich hier irgendwie jetzt bauen, oder kann ich irgendwie was machen? Lager? Ist das mein Inventar, oder? Okay. Es wird dunkel. Ah, hier rechts oben auf der Karte sehe ich, wie das Gebäude aussehen wird, vermutlich. Oder sammeln die jetzt schon Holz? Ah, okay. Das kann natürlich auch sein. Ich muss es mal beobachten. 59 Holz. Ah, okay. Und der fährt jetzt das Holz ins Rathaus. Aber ich habe gedacht, da wird jetzt so ein Gebäude gebaut. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie einen Lagerplatz brauche.
kleiner Speicher.